Ein herzliches Blablabla an die lieben Zuschauer, die gerade zugucken. Willkommen im neuen Part, Leute. Und ich habe noch gar keinen Plan, wo ich hin muss. Muss ich da lang? Ja, der lebt hier noch. Was ist? Ah, verdammt. Du nicht. Auf gar keinen Fall werde ich jetzt von dir verschlungen. Zombie-Anzeichen? Kann gut sein. Oh, hier geht's auf. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier? Nö. Na, los. Mein hübsch nachdenken. Gibt's irgendwo ein Kabel? Oder irgendeine Leitung? Ich brauche einen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Liegt die Munition? Nö, nur Körperteile. Was heißt, das Knöpfchen muss hier irgendwo oben sein. Ist auch zu. Aha, hier. Also hier geht's rein. Ich weiß schon, was kommen wird. Oh nee! Schon wieder solche Noob-Soldaten. Der hat noch eine Granate fallen gelassen. Husch. Ich sehe ihn tot. Ich sehe ihn tot. Hallo? Nee, hier ist nichts mehr. Was steht denn da eigentlich? Launch-Plattform-Konsole. Ah, ja. Ich kann erst heraus, wenn all diese Plattformen unten sind. Na los, springen. Aua, aua, aua. Wo ist er denn? Also ich war hier. Da. Müssen doch eigentlich mehrere sein. Granaten. Nee, ich meine. Batterie und wo, was ist wie jetzt? Ah, die sind noch. Da waren doch Granaten. Okay. Das. Ich muss erstmal. Ich gehe erstmal ganz nach unten. Immer hübsch der Reihe nach. Wo muss ich drücken? Ah, da. Aber wie komme ich denn jetzt rüber? Das ist die große Frage. Erstmal ganz nach unten. Ja doch. Der Reihe nach. Ah, nee, hier muss ich ja nichts drücken. Los! Ach, da hängt immer an der Leiter fest. Ich häng mit dem Fuß immer an der Leiter fest. Was kann ich dagegen tun? Okay, jetzt ist wohl oben. Kann ich das oben wohl das rote Knöpfchen drücken, das sich jetzt grün gefärbt hat? Okay, nee, wo jetzt? Dadurch. Oder? Da leuchtet es ja so grün.
Also in Half-Life müsste man einfach nur eine Etage weiter nach unten gehen und dann so einen Ausgang nehmen. Sah weniger detailreich aus als das hier. Und lalalala. Raketen-Ding ist vorüber. Sesam, öffne dich! Yay, yeah, es hat geklappt! Ich steig hier aus. Und halt automatisch an. Das kann man über das Menü hier regeln bei Black Mesa. Wo ist es da? Fallschutz in Bahn aktivieren. Da sieht man, dass man das nach eigenen Wünschen einstellen kann. Geil, Customization wie bei S-Mod. Kann man das auch spielen, kann man dann mit S-Mod kann man das Spiel Half-Life 2 auch nach eigenen Wünschen einstellen. Gimmon Korn, ja oder nein? Realismus, ja oder nein? Also ein Kopfschuss, man ist tot. Das ist schon krass, der Gordon Freeman kann schon viele Kopfschüsse aushalten. Wie es denn wohl nach 10 Kopfschüssen aussehen wird? Ah, ein Mensch ohne Kopf. Halt. Ah, es geht nach oben. Okay, dann muss ich jetzt hier wieder drauf. Bin abgestiegen. Ich habe gedacht, da werden jetzt so Selbstschussanlagen. Da waren aber keine. Oh. Aha. Aha. Boah. Muss Deckung suchen. Mami. Nur kann ich hier Bunny hoppen, oder? Bumm. Der Gordon Freeman haut seine Probleme mit der Magnum weg. So, damit alles noch schön blutig aussieht, als wäre ich es gar nicht gewesen. Au! Sag mal, spinnt ihr oder was? Ich kann auch mit der Schrotflinte. Da, da hast du. Ich bin besser mit der Schrotflinte. Das ist meine Lieblingswaffe. Da, einen Pylon habt ihr auch noch. Boom. Was ist hier noch ganz? Das ist eigentlich so eine blaue Flüssigkeit. Was kann das denn wohl sein? Ich muss von hier lang. Ende der Fahrt. Was liegt denn da so? Granaten. Hab ich im letzten Part einige verbraucht. Wir hören den mal zu. Das nervt jetzt. Weg mit dem Programm. Der steht also blöd rum. Und muss nachladen. Das ist coole Musik. Bam. Aua, aua. Oh Mist, ich renne ja wie ein behindertes Kind in die in das Kampffeld. Los, aha, aha. Ja, ja, friss das, friss das. Friss meine geschmolzene Scheiße. Wer will noch meine Scheiße fressen? So. Das war ein kleiner Ausraster von einem bekannten Jungen. Also ich von diesem kennt ihr schon. Wer sagt, schreibt mal in den Kommentaren, wer das wieder gewesen ist. Vielleicht liegt noch was rum, was Nützliches. Vielleicht gegen so eine Waffe, mit dem ich das Ganze hier beenden kann. Oh, geh nicht in das Licht. Hm.
Anscheinend gibt es hier nichts Besonderes zu sehen. Deshalb gehen wir in dieses Loch da rein, in diese Luke. Und hops. Okay, ein Haufen Kabel. Oh, ich bin jetzt gerade hinter Severn. Endlich regt bei denen sich mal das Gewissen, aber es ist so spät. Na also, was jetzt? Aufladen. Und das rote Knöpfchen drücken. Blub. Das ist, ach, das ist den Satellit, den. Der Satellit wird in den ganzen Weltraum geschickt, dass das Portal schließen soll. Aber wo ist denn das Portal? Oh, ich muss näher dran. Und da fliegst du davon, meine Silvesterrakete. Grüß den Mann auf dem Mond von mir. Das muss ich vielleicht noch nachladen. Was könnte ich noch nachladen? Okay, ich habe alles wohl voll. Dann geht's wohl hier raus. Nee, geht wohl nicht. Was nun? Die Rakete ist futsch. Schöne Wolken. Rauch wollte ich sagen. Na, da geht's lang. Ich hab mir die Beine gebrochen. Ja, wollte mich an der Leiter festhalten, aber ich habe sie nicht gekriegt. Ist geschlossen. Ah, das fette Ding da. Meinige wären vielleicht auch ins Wasser gesprungen. Wer hat das nicht getan? Boah, ich will schneller. Ich will die 100 Stundenkilometer Marke brechen. Freight? Hat es nicht was mit gefroren zu tun? Festnahme. Okay, ich glaube, das Ding ist kaputt. Ducken! Yeah. Blutz. Huiuiui. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Anstatt jetzt im ersten Half-Life-Teil die so ein Schloss da kaputt zu machen, muss ich da einfach jetzt ein paar Fässer reinmachen. Werde ich noch schnell machen, dann ist dieser Part auch schon wieder vorüber. Das reicht immer noch nicht. Okay, jetzt reicht's wohl, oder? Mal schnell checken. Yep, es hat gereicht. Auch noch schnell die Zombies da fertig machen.
Petcrab lebt noch. Noch den da. Okay, das war jetzt auch wohl schon. Ciao.